Also ich verbinde den Begriff Rassismus mit Vorurteilen, mit Ausgrenzung, mit Menschenverachtung. In einer gewissen Art und Weise auch Brutalität und Unfairness. Andere Länder oder andere Hautfarbe zum Beispiel, andere Kultur. Eigentlich in Bezug auf Deutschland die nähere Vergangenheit in den 40ern. Wenn ich an Rassismus denke, fällt mir ein, dass es sehr weit verbreitet ist in unserer Gesellschaft, aber wir uns dessen gar nicht immer so bewusst sind. Das Thema Rassismus muss ernst genommen werden. Und gerade auch in Bezug auf Religionen, auf verschiedene Religionen, die es gibt, dass man da keinen Menschen unterdrücken sollte. Natürlich gegen Rassismus müssen alle Kräfte, die davon betroffen sind, gemeinsam handeln. Wir müssen einfach lernen, ja, diese Begriffe aus unseren Köpfen herauszuwaschen. Ich und unsere Vereine sind auf jeden Fall total dagegen. Uns ist es halt sehr wichtig, dass die Flüchtlinge direkt mit den Einheimischen hier in Kontakt gebracht werden. Ich denke, der Ausländerbeauftragte, der erste der Bundesregierung, 1979, Heinz Kühn, hat deutlich gesagt, was wir brauchen, sind gleiche Rechte. Dafür einzustehen, dafür ist toll, dass es hier ein interkulturelles Fest gibt. Es gibt ganz viele Arbeitsfelder diesbezüglich. Ich glaube, das ist ein Teil, was quer durch die Gesellschaft geht, wo öffentliche Hand in der Verpflichtung ist, tatsächlich zum Thema Rassismus zu arbeiten. Bei über 150 Nationen müssen wir natürlich genau hingucken als Politiker. Wo nehmen wir die Menschen mit? Wo holen wir ab? Und wo sagen wir, bis dahin, wer Menschen diskriminiert, verachtet, ausstößt, die Teilhabe nicht wünscht, da müssen wir als Politiker parteiübergreifend das Wort erheben und auch sagen, bis dahin und nicht weiter.